Hallo, meine Lieben. Heute ist die Auslosung. Und zwar, es gab ja zu gewinnen. Einmal diese wunderschön dekorierte und verzierte Kladde in A4. Dann gab es mein erstes Flipbook und dieser süße Meerjungfrauen-Tag. Und ich sagte ja, das ein oder andere Goodie wird sicherlich da auch noch seinen Weg finden. Das bleibt auch so, das hat auch Bestand. Ja, und jetzt möchte ich euch zeigen, wer recht hatte. So, huch, da ist mein Kaffee. So, ich mache das mal so. Recht hattet ihr, wenn ihr folgende Antwort gegeben habt. So. Tatsächlich war das erste veröffentlichte Video meines ersten Hauls von Teil 2 und zwar am 5.9.2017. Ihr wart aber auch richtig, wenn ihr gesagt habt, das erste Video war Haul August 2017 Teil 1 veröffentlicht am 8.9.2017. Ich hatte damals alle Videos fertig gemacht und hochgeladen. Das scheint ein Fehler von YouTube zu sein. Auch, dass ihr scheinbar teilweise nicht angezeigt bekommt, dass die Videos alle vorhanden sind. Sie sind es aber, und das möchte ich euch jetzt mal schnell zeigen, das ist meine Playlist, wie sie mir angezeigt wird. So, und da haben wir Teil 1, Teil 2 und auch Teil 3. So, wenn das bei euch so nicht angezeigt wird, dann liegt es nicht an mir, sondern scheint tatsächlich ein Fehler von YouTube zu sein. So, und jetzt werde ich den Gewinner ermitteln. Jo, und das mache ich jetzt gleich. Nach dem Intro bleibt dran! Hier habe ich ein paar Blankozettelchen parat gelegt, einen Kugelschreiber. Und damit ihr seht, dass alles mit rechten Dingen zugeht, lasse ich euch jetzt daran teilhaben, zu ermitteln, welcher Abonnent richtig lag. Nun, ich hatte ja gesagt, der genaue Titel ist wichtig und das Datum der Veröffentlichung. Das wäre jetzt gewesen Haul August Teil 2, veröffentlicht am 5.9.2017 oder Haul August Teil 1, veröffentlicht am 8.9.2017. Das wäre die genaue Bezeichnung. Ob ihr beide genommen habt oder nur eins davon, ist vollkommen uninteressant. Wichtig war mir die genaue Bezeichnung. Es reicht also nicht nur Haul 2017, vom so und so vierten. Nein, ich wollte die genaue Bezeichnung haben. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Und dazu stelle ich euch mal hier auf mein Dosenstativ. So. Und dann schauen wir mal gemeinsam, wer da richtig lag. Und ja. Und im Anschluss überprüfe ich, welcher Abonnent davon auch sichtbar in meiner Abonnentenliste ist. So, ich schiebe euch mal näher ran. Ich hoffe, ihr könnt das alles sehen. So, da hätten wir als allererstes die Ann-Kathrin. So, jetzt muss ich aber gucken. Ann.
drin. Okay. So. Notiert. Dann haben wir hier einmal die Basteleule. Sie hat auch geschrieben. Hall, August 2017, Teil 2, veröffentlicht am 5.9. Das ist richtig. Und ja, Anana, den ersten. Na gut, dass du mit der ersten Antwort hier genau alles richtig wiedergegeben hast. Denn das hier hätte jetzt nicht gereicht, meine Güte. So, damit bist du aber im Lostopf. Also, lieber Heike, du bist da drin. So, dann haben wir hier die Sabine. So, die Sabine wollte nicht mitmachen, aber Sabine, vielen Dank für die herzlichen Glückwünsche. Auch Tina gratuliert nur. Vielen Dank, liebe Tina. So. Na? Ich mach mal so, dass ihr das auch sehen könnt. Das Bastelmariechen. Hm? Vielen Dank. Liebes Bastelmariechen, das ist so nicht richtig. Das ist leider nicht die genaue Bezeichnung. Es tut mir leid, aber ich kann dich da leider nicht berücksichtigen. Ich habe das extra so im Video gesagt und ich meine in der Beschreibung auch nochmal reingeschrieben. Ich wollte die genaue Bezeichnung haben. Es tut mir sehr, sehr leid. So, dann haben wir hier die Steffi. Auch vielen Dank. Ja, das stimmt alles. So, liebe Steffi, die Antwort sollte ich dir gegeben haben. Es ist nichts missglückt, es war schlicht ein Fehler von YouTube. Die Videos sind alle drei Teile am selben Tag online gegangen, aber YouTube hatte einfach ein anderes Datum rausgemacht. So, jetzt schreibe ich dich erstmal auf. Steffi, Steffi, nicht Stefanie, ne? Steffi. Nur falls ich Stefanie gesagt habe, das ist ja dann nicht richtig. Dann tut mir das sehr leid. Tut mich sorry. So, das ist notiert. So, dann kommen wir zur Manuela. Liebe Manuela, auch du hast nicht den korrekten Titel angegeben. Wie du oben bei Steffi sehen kannst, sieht das Ganze nämlich dann so aus. Ja, es tut mir sehr leid. Auch deine Antwort ist so nicht korrekt und kann ich leider nicht berücksichtigen. So, dann haben wir hier die Conny. Auch Conny, dir muss ich leider sagen, das reicht nicht. Dass auch deine Antwort kann nicht berücksichtigt werden. Die Andrea.
Das kann ich so gelten lassen. Es fehlt ganz streng genommen die 2017, aber das ist ersichtlich und ich denke, das kann ich gelten lassen. Dann schreibe ich die liebe Andrea mal auf. So, notiert. So, da haben wir die Stephanie. Liebe Stephanie, auch deine Antwort kann ich so nicht gelten lassen. Es ist nicht die korrekte Bezeichnung. Ich hatte extra darum gebeten. Wer aufmerksam zugehört hat, hätte das eigentlich mitkriegen müssen. Es tut mir sehr leid. Aber im Bälde folgt wieder eine Verlosung und ja, da könnt ihr dann alle wieder teilnehmen und ich werde die Regeln da auch etwas anders gestalten. So. Miss Wintercandy. Vielen Dank für die Gratulation. Ja. Du möchtest scheinbar nicht mitmachen. Ist in Ordnung. So, dann haben wir hier die Gudrun. Sehr richtig, liebe Gudrun. Nein, das war keine Fangfrage. Ich hatte von vornherein vor, beide Antworten gelten zu lassen. Ich wollte nur mal schauen, ob ihr aufmerksam seid beim Suchen. Es ist alles in Ordnung. Beide Antworten waren richtig und darum, liebe Gudrun, bist du dabei. So, notiert. So, dann haben wir hier die liebe Anni. Und auch die liebe Anni hat die korrekte Antwort gegeben. Darum, liebe Anni, notiere ich dich jetzt hier. So, passiert. Dann haben wir jetzt hier die liebe Kerstin. Oh, ich muss euch mal hier zurückziehen, weil jetzt gibt nichts mehr zum Scrollen. Die liebe Kerstin, schauen wir mal. Kerstin, das ist leider keine korrekte Antwort. Es tut mir leid. Ich bin jetzt echt mit mir am Ringen. Ob ich das gelten lassen soll oder nicht. Weil eigentlich stellst du mir ja nur eine Frage und schreibst nicht klar, dass es die Antwort sein soll. Es wäre aber dann auch unfair, ne? Oh mein Gott. Puh. Ich lasse das mal gelten. Okay. Jetzt könnt ihr mich alle verhauen, aber ich lasse das gelten und ich schreibe jetzt die Kerstin auf. Ja,
So ist das. Liebe Regina, vielen Dank. So, dann gehen wir direkt weiter zu Claras kreative Bastelbutze. Auch die Antwort ist vollkommen korrekt. Jetzt muss ich hier gucken, dass ich genug Platz habe auf meinem Zettelchen für deinen doch recht langen Namen. So. So, notiert. Und wen haben wir jetzt noch? Die Anchi. So. Denn auch die Antwort ist korrekt. So. Das hätten wir. Jetzt mache ich mal ganz kurz Pause, weil ich muss ein Stückchen Kaffee trinken. Und dann muss ich hier in meine Einstellung rein und da gehe ich alleine rein. Meine Lieben, ich hatte ja gesagt, dass ich jetzt noch prüfen werde, wer auch sichtbare Abonnenten meines Kanals ist. So, die Abonnenten, die sichtbar sind, werden mir hier auch nur angezeigt. Diejenigen, die auf privat gestellt sind, nicht. Und von daher werde ich jetzt hier meine kleine Namensliste nehmen und die durchgehen. So, na. Ich wollte euch ja daran teilhaben lassen, aber ihr seht eben nicht alles. Aber ihr könnt sehen, dass ich es tue. So, als allererstes suche ich nach Anchi. So. Da haben wir sie. Da ist Anchi. Perfekt. Zettelchen lege ich hier hin. Dann Claras kreative Bastelbutze. Und jetzt suchen wir die mal. So, Clara, hast du nicht freigestellt, dass man das sieht? Ich gehe jetzt nochmal hier alles mit euch durch, gemeinsam. Nicht, dass ich dich hier irgendwo übersehen habe. Und ich glaube, auch beim nächsten Mal nehme ich mir eine elektronische Hilfe zur Hand, damit ich nicht immer alles alleine nachgucken muss. So. Nein, guck, deine Schwester habe ich. Aber nein, das kann doch nicht wahr sein. Oh nein, oh, das tut mir jetzt so leid, aber du hast dein, du hast nicht auf sichtbar gestellt. Ach Gott. Das tut mir jetzt wirklich leid. Ich werde das hier gleich nochmal mit jemand anderen überprüfen. Nicht, dass ich doch was übersehen habe, aber ich glaube eher, dass ich nichts übersehen habe.
Lass dir doch einfach von deiner Schwester erklären, wie das geht mit dem Freistellen. Das tut mir jetzt wirklich leid. Also, wenn es so ist, dann bist du leider nicht dabei. Sorry. So, dann schauen wir mal nach Kerstin. Wir gehen wieder alle durch. Das ist die falsche Kerstin. Und auch hier haben wir leider das Problem, liebe Kerstin, ich kann dich nicht sehen. Auch deinen Namen werde ich gleich nochmal hier mit Hilfe versuchen zu finden. Auch bei dir leider sollte es nicht der Fall sein, bist du leider nicht dabei. Ein kleiner Tipp, geht mal in eure Datenschutzbestimmungen, in den Einstellungen. Da könnt ihr das ändern und auf Freistellen machen. So, ich muss jetzt leider schon die nächste Person suchen. Und ich fange wieder von oben an. Das ist die Annie. Und da habe ich die Annie gleich gefunden. Da ist sie. Und somit landet Annie ebenfalls im Lostopf. So, die liebe Gudrun. Na, wo haben wir denn die Gudrun? Da ist sie. Da ist die liebe Gudrun. Du bist natürlich dabei. So, ich suche mal weiter hier unten. Ich meine, die liebe Andrea hätte ich da auch vorhin gesehen. Nee, doch nicht hier. So weit unten war es gar nicht. Na, da ist sie. Andrea, da bist du. Sehr schön. Jetzt schauen wir mal nach der Steffi H. Kreativ. So. Da ist sie. Liebe Steffi, dich habe ich gefunden. Da bist du. Die Basteleule. Heike, wo haben wir dich? Da. Da bist du, Heike. Ich habe dich gefunden. Ich suche mal gleich nach deinem Profilbild. Ich brauche noch nicht mal gucken, ne? So, du bist natürlich dabei. Dann schauen wir mal nach der Ann-Kathrin. Jetzt gehen wir wieder nach oben und ja, schauen wir mal durch. Na, es sieht nicht so aus. Nein. Auch Ann-Kathrin suche ich jetzt gleich nochmal mit Hilfe. Ich werde es euch dann natürlich zeigen, wenn ich gefunden habe. Ja, es tut mir leid.
Es tut mir wirklich leid für euch drei. Ich kann euch hier in meiner Abonnentenliste leider nicht sehen. Ja, ihr müsst euch auf sichtbar stellen. Das war wieder eine meiner Voraussetzungen. Und ja, beim nächsten Mal wisst ihr dann Bescheid. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid, aber Regeln sind Regeln. Ja, jetzt mache ich mal Pause und dann geht es gleich weiter nach der Prüfung hier durch eine neutrale Person. Meine Lieben, hier kommt meine neutrale Person. So, die Bitte ist, einmal die drei Namen hier zu gucken, ob du die hier findest in der Abonnentenliste. Nicht, dass ich irgendwas übersehen habe und dann ist da jemand traurig. Du findest sie nicht? Nein. Ich finde die auch nicht. Alle drei nicht. Ja, dann wird es wohl so sein. Dann haben sie nicht freigestellt. Ja, meine Lieben, tut mir leid. Ihr müsstet dafür in eure Datenschutzeinrichtung bei YouTube reingehen und freischalten. Jo, dann haben wir die Teilnehmer ermittelt. Dazu jetzt mehr. Seid ihr auch beim nächsten Schritt dabei. Diese drei Teilnehmerinnen sind leider nicht dabei, weil sie ihren Kanal nicht für mich sichtbar gestellt haben. Das heißt, ich kann sie nicht als aktive Abonnenten in meiner Liste finden. Das habe ich jetzt überprüfen lassen durch eine unabhängige, neutrale Person. So, dabei sind die Basteleule. So. So, machen wir richtig schön klein. Die Steffi. Andrea. Gudrun. Die Anni. Und Angie. Angies Welt. So. Es sind nicht mehr viele übrig geblieben. Das tut mir auch leid. Aber das ändert nichts daran, dass die Spannung jetzt nochmal erhöht wird. So. Schüttel, schüttel, schüttel. So. Ich schaue mal weg hier. Könnt ihr nicht sehen, aber ich schaue weg und greife heraus. So. Jetzt mal schauen. Ach, die
Basteleule. Ja, lieber Heike, deine Adresse habe ich noch. Die brauchst du mir nicht mehr mitteilen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, dein Päckchen werde ich dann fertig machen und die nächsten Tage direkt rausschicken. Ja, nochmals herzlichen Glückwunsch. Ich nochmal, ich weise ausdrücklich auf Folgendes hin. Mit der Verlosung vom 3.9.2018 erklärten sich alle Teilnehmer mit der öffentlichen Namensnennung einverstanden. Siehe Infobox, wo sich der Link zum Verlosungsvideo befindet.